Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima. Und wir machen uns jetzt auf, nochmal zurück zum Rattentempel, hätte ich jetzt fast gesagt, zur Rattenhöhle, um dort die letzten Zufallsbegegnungen abzumetzeln und auch noch die Bonuserfahrung mitzunehmen, die wir bekommen, wenn wir das ganze Dungeon abgeschlossen haben. Es war nicht besonders viel, aber sollte man natürlich alles mitnehmen. Zwei schwere Ratten. Nochmal kaputt. Ist eigentlich egal, wen wir davon angreifen. So. Da machen wir das. Das Problem ist, dass die beide mit einem Angriff sterben, fürchte ich. Ich sollte wahrscheinlich den ja nach vorne stellen. Es dauert natürlich jetzt dann noch eine Runde, bis die dran sind. Geht jetzt ein bisschen auf die Heilung und so. Den darf ich jetzt noch nicht töten, also müssen wir hier weiter angreifen. Oh, schön. Gut. Gullot. Es tötet den und es tötet den auch. Der muss also mit dem Stab angreifen, sonst ist das zu viel. Nein! Ja, es ist so ein bisschen problematisch, wenn der halt auch so lange braucht, um da anzugreifen. Wobei das jetzt auch nur 20 Gold sind, die. Ne, 4 Gold, die wir da verpassen. Also, das werde ich jetzt nicht laden. Naja. Hacken wir jetzt mal da drauf rum. Essenz materialisiert. Dafür macht es keinen Sinn zu laden für 4 Gold. Jetzt habe ich bei einer Ratte auch gar nicht darauf gewartet. Ist auch egal. Was mich vorher am meisten gestört hatte, war, dass ich das Charakterlevel nicht habe aufsteigen lassen, weil der Unterschied ist halt einfach. Jetzt macht das halt wenig aus, aber wenn man dann jetzt, sagen wir mal, bei Level 15 ist und der hängt aber immer noch quasi ein Level zurück, dann macht er halt da dann deutlich weniger. Und wenn ich ihn jetzt auf 3 heben kann, dann kann er sich quasi schon selbst versorgen und damit wird er schon wesentlich besser, weil der nicht mehr selbst einen Tank vor sich braucht. Wenn man die halt neu bekommt, dann sind die erstmal ziemlich schwach, die neuen Kandidaten da. Tjo, hier können wir nur noch rumlaufen. Ich glaube, hier fehlt noch eine Spinne. Oh, okay. Ein bisschen härtere Gruppe. Okay, Rasnet. Gut. Einmal heilen bitte. Der ist weg. Der ist tot. Das war nichts. Da müssen wir wohl nochmal ran. Die Gruppe ist ein bisschen stärker.
Okay, auf geht's. Okay. Kämpfen! Ach Mann. Komm ich immer auf den armen Gaulen. Die braucht jetzt da auch gar nicht groß casten. Denn die will ich halt jetzt wieder versuchen abzuräumen, wenn geht. Ich versuche das jetzt mal hier. Und hoffe, dass der nicht sofort aufgefressen wird. Scheiße. Kritischer Treffer und verwundet. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Gaul. Vielleicht funktioniert's ja. Nicht Gaul, mit dem Dings. Aber ich fürchte, das wird darauf hinauslaufen, dass ich das entweder Gaulen stirbt oder der sofort wieder weg ist. Oder beides. Ja, es ist nicht so schön. Die hat 35 Hitpoints im Moment. Dann stelle ich die jetzt einfach nach vorne, damit ich den sofort casten kann und der aber gleichzeitig beschützt ist. Die hat halt ein bisschen mehr Hitpoints noch als die anderen. 35, 26 und die hat... Ne, die hat jetzt auch 35, okay. Mache ich es mir quasi jetzt selber schwer mit denen. Hatte ich mir schon hier diesen Bonus-Skillpunkt geholt? Ja. Wir haben ganz ordentlich Kohle. Gehen aber natürlich jetzt 400 oder so Dreck weg fürs Heilen. Dreck weg. Okay, das ist jetzt die härtere der Gruppen. Fangen wir hier an. Funken! Einmal Heilung. So, dann machen wir hier einmal Golot. Ja. Okay, wunderbar, perfekt. Weg mit dir. Ja, das ist wurscht. Und mit dem weiter. Einmal Gaulen heilen. Da machen wir jetzt einmal Nala-Ed dazu. Die heilt jetzt das Team wieder hoch. Gut. Der kann als nächstes weg. Kommt er dran. Sehr gut. Bis der drankommt, dauert es noch ein bisschen.
können wir den auch mit normalen Mitteln kaputt hacken. Ja, gut. Und. Ach, der hat keine Mana mehr. Abwarten. 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 Wusch. Nochmal Gulot beschwören. Das ist eigentlich die Mana nicht wert. Hier. So. Wir sind jetzt aber, glaube ich, immer noch. Jo, noch zwei Random Encounter. Du, 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 du. Wir könnten mal hier eine Heilung rüber schicken. Greif mich doch an! Spinne, kämpfen! Super. Da werde ich den Typen nicht holen. Denn... der Zauber ist den Schaden nicht wert, den die Spinne in der Zeit ausrichtet. Kritischer Treffer. Holla die Waldfee. Naja, gut, aber... ah. Der wird jetzt wieder das Netz machen. Und dann ist er auch tot. 16. Oder auch nicht. Scheiße. Das war jetzt so nicht geplant. Jetzt macht er nochmal einen richtigen Angriff. Weg mit dir. Jetzt haben wir nochmal die beiden... die Ratten, die Fiesen. 9 Stunden. Der Gaulen ist fast Matsch. Ich kann den so auch nicht heilen. Dann müssen wir nochmal raus. Hilft ja nix. Jetzt kann man sich quasi überlegen, ja, hätte ich jetzt Gulot nicht beschworen, hätte ich vielleicht auf diese 30 Gold oder was ich bekommen habe verzichten müssen. Aber dafür hätte ich das vielleicht in einem Rutsch geschafft und dann dadurch vielleicht mit dem Buff mehr angerichtet und den effektiver nutzen können und dadurch an anderer Stelle Geld gespart. Und ja, so kann man hier halt so ein bisschen planen, denken. Celandra, Schnaria und Faith. May the gods bless you. Mhm. So. Greetings. Heilung. Ja, abbrechen. Danke. Das May the gods bless you. So, speichern. Weil es ja nochmal machen können. 914 Gold. Das ist schon eine Hausnummer. Für den Anfang. Für ganz am Anfang. Wir könnten eventuell auch rechts die Gruppe noch kaputt machen und uns das noch anschauen. Gucken, wie stark die Gruppe hier uns jetzt
zusetzt. Kommt daher, ihr Schweine! Ich finde euch! Ja, hier hätten sie auch eigentlich einen Button machen können für Abwarten oder sowas, um, damit die halt hier kommen. Ist rumgelaufen, ist es ein bisschen. Naja. Nehmen wir den. Gulat. Ups. Kritischer Treffer, super. Nein, auch kritischer Treffer. Na dann, der wohl nicht. Dann machen wir den als nächstes. Wieder 8 Coins. Wahnsinn. Und 92. Gut gemacht. Du kannst kein Zeichen von Gegnern in der Nähe ausmachen. Die Gruppe kann nun sichere Reisen, fühlt eine wachsende Zuversicht. Aua. Dann gehen wir mal. Der Herr braucht auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Machen wir mal so. Ich guck noch mal, was das hier für eine Gruppe war. Die sind jetzt auch nicht mega stark. Die werde ich jetzt angehen. Okay. Soll ich den mal angreifen? Damit der nicht auf dumme Gedanken kommt. Na, machen wir mal. Betäubt. Oh, das ist natürlich... mit das Schlimmste, was da passieren kann. Okay. Trifft auch kein Schwein. Funken! Verwundet, schön. Aber der wird sich halt jetzt da hinten heilen. Hymne der Raserei, oh Gott. Okay, Gollert. Zeugt. Nochmal verwundet. Den rechten. Kritisch. Ja, ist klar. Junge, Junge, Junge. Naja, da müssen wir jetzt auch die Rattenhöhle nochmal machen. Naja, gut, aber das war auch extremes Pech gerade. Können auch die Burschen einfach mal zuerst machen, weil die
die schwerere Gruppe darstellen. Ich glaube, dem am Anfang anzugreifen macht keinen Sinn. Na gut, das hat jetzt auch keinen Sinn gemacht. Der muss auf jeden Fall zuerst weg. Gulat. Oder halt, wen auch immer Gulat sich aussucht. Kling. Alle betäubt, außer der Dings, der ist immun. Das ist immerhin sehr schön. Okay, der ist soweit, aber ich glaube, machen wir mal weiter den hier. Der dürfte ja auch nicht mehr lange hin sein, bis der reif ist. Kann sogar sein, dass der jetzt geheilt wird und dann müsste ich da eh nochmal weiter, ja, müsste ich da immer mal weiter drauf rumkloppen. Das war der da hinten. Noch dazu. Okay. Der hört aber auch nicht auf, den da durchzuheilen. Na, der Typ kann nichts mehr machen. Jetzt hat der aber auch schon böse Blutung gestackt. Das gibt's doch nicht! Naja, es macht schon dann anscheinend Sinn, den hinten mit dem Bogen anzugreifen. Jetzt nicht mehr. Kommt dann noch ein Heal? Junge, Junge, Junge. Ja, okay, das muss ich anders machen. Den muss ich tatsächlich mit dem Bogen angreifen. Oder man greift den halt mit einem Shuriken an. Was auch nicht schlecht ist. Aber das kostet halt 20 Gold direkt. Also ein so ein Shuriken ist halt nicht gerade billig. Bauernteufel! Lalalalala. Hymne der Raserei. Gulat. Mach mal hier auch mal ein bisschen Schaden. Sense links. Okay, dann machen wir den tot. Aua. Verwundet. Den könnten wir in einer Runde direkt zermatschen. Okay.
Also langsam wird das aber schon eng. Spiel laden. Ja, ich glaube, das ist hauptsächlich jetzt der Golot, der mich auffällt bei dem Kampf. Würde ich da einfach wen umhacken? Oder aber, ich mache das mal anders, dass ich die Kleinen wegfokusse. Ja, machen wir mal so. Zusätzlich zu den Angriffen auf den da. Habe ich jetzt hier mal einen von denen an. Golot. Der da hinten. Verwundet. Bevor der da jetzt geheilt wird, machen wir den Tod. Und dann nehmen wir den nächsten von den Kleinen auseinander. Zack. Ja. Ah, ja, ja. Das waren sie alle. Sehr schön, weg mit dir. Darf jetzt mitteilen. Weiter dann. Beide heilen. Aber wenn ich weiter so schlecht angreife, dann braucht er das auch gar nicht. Crit. Na, es passt wieder nicht. Überlegst sehr gut. Hat sich selber geheilt. Das heißt ja. Ah, kritischer Treffer. So, da habe ich nochmal geladen. Hatte ich das richtige geladen? Ja. Auf ein neues. Diesmal werde ich auf Golot verzichten und werde die einfach umhaken. Das machen wir anders.
Fokussieren wir den Starken weg. Und hole ich mir zusätzlich noch einen Begleiter, der auch Schaden macht. Ist natürlich auch ein scheiß Start gerade, aber wir nehmen den Rasnet. Der macht auf den da hinten Schaden und sogar schön verwundet. Hymne der Raserei. Und dann machen wir hier Damage. Na, was war das denn? Betäubt, okay. Das heißt, er heilt aber zumindest nicht. Naja gut, er heilt jetzt trotzdem natürlich schnell hinterher, weil meine Leute so lange betäubt waren. Zack. Kritischer Treffer, wieder verwundet. Okay, das ist ziemlich egal. Dann machen wir einfach einen neuen. Hallo. Auch mal eine Heilung. Okay. Machen wir Nalaid dazu. Die Mütze! Einmal heilen. Jetzt hat er sich selber geheilt. Das heißt, es ist die Gelegenheit, den hier jetzt umzuhacken. 16. Schön. Der wieder dran ist, kommen alle anderen dran. Dann machen wir das so, dass ich den normal angreife. Buff. Stunnen wir den mal. Können wir den nochmal stunnen. Jetzt einen auf die Mütze geben. Er hat aber jetzt ordentlich Wunden kassiert. 3 Stück. Jetzt kann ich da auch eigentlich den Golot-Typen hinsetzen. Der kann nämlich jetzt nichts mehr passieren. Zehn Sekunden ist es sowieso weg. Okay. Aua, Deppen. Das ist aber nicht skillabhängig, sondern einfach waffenabhängig. Okay. Quatsch. Wollen wir noch nicht ganz umhauen? Aber so fast. 100% Chance. Okay. Ich glaube, auf den hat er noch nichts materialisiert. Den umhauen. So, die sind durch, alle.
Der Schaden ohne Magier, der ist einfach zu gering. Das merkt man hier ziemlich deutlich mit dem Heal von ihm. Wir pusten jetzt einfach mit dem Zauber um. Weg. Zauber misslungen und da hat er sich auch nochmal selber ordentlich Schaden zugefügt. Da wirst du nicht mehr gegen anheilen können, du hässlicher Gnome. Hat aber auch ganz ordentlich Erfahrung gebracht. Zwölf Goldmünzen. So, und dann gucken wir uns hier mal um. Das läuft jetzt hier automatisch. Ich kann aber sprinten. Der Tempel der Götter. Endlich habe ich den ersten göttlichen Tempel gefunden. Er ist der Göttin Phibret geweiht. Der Tempel selbst war ein beeindruckendes Bauwerk, doch der umgebende Wald erschien verdorrt und leblos. Eine merkwürdige Form von Energie schien spiralförmig vom Tempel in die Höhe zu schießen. Das Tor zum Tempel war verschlossen und zwei Statuen standen an den Seiten, als würden sie den Eingang gegen Eindringlinge verteidigen. Vor dem Tempel hatte man eine furchteinflößende Statue errichtet, in deren Podest das Symbol Jules, des Herrn der Seelen, eingraviert war. Das Symbol schien anzudeuten, dass der Tempel nun ihm gehörte. Jo. Und hier mit diesem Ding, da kann man entweder das zerstören, dafür kriegt man minimal Erfahrung, oder man kann anbeten und da hat man irgendeinen dauerhaften Bonus bekommen, der wesentlich besser war. Aber ich werde hier die Story verfolgen und dem bösen Gott nicht huldigen, sondern ja, den entsprechend umhäckseln. Zerstöre die Statue! 60 Erfahrung! Wahnsinn! Achso, war da oben nicht noch irgendwo was? Ne, da ist genau nichts. Wie lange hält der Buff noch? 5 Stunden. Ja, ich laufe jetzt nochmal zurück, bevor ich die Ratten mache. Gegen die da oben will ich nicht nochmal kämpfen. Aber die kommen nachher am Strand leider noch ein paar Mal. Also da steht uns noch was bevor. Hat kein Ärger! Do you need spiritual help? Oh. May the gods bless you. Greetings. Come back whenever. So, wenn wir diese verbleibenden dummen Ratten noch exekutieren. Dann wird geheilt. Mal ein bisschen und her. Was haben wir denn hier noch? 2 Stunden, 8 Minuten. Ja. Kommt her, ihr Ratten! Aus euren Löchern! Da sind sie schon. Okay. Machen wir die da.
Funken. Ein Funken der Hoffnung. 9. Ich will den jetzt nicht versehentlich umkritten. Gullat! Ich hoffe, dass der nicht sofort von der Ratte getötet wird. Ja, sehr gut. Das war zwar der falsche, aber auch okay. Dann machen wir den halt kaputt. Riesenratte. Schlagen wir mal da drauf. Das war nix. So. Stopp. Ich glaube, darauf hatte der jetzt noch nicht gemacht. Warten wir hier mal ab. Einmal davon noch. Quatsch, weg. Oha, Essenz umgewandelt. Messingvollhelm des Feuerschutzes. Der Herold von Gullat hat die Essenz der Gegner in eine physische Form umgewandelt. Cool. Und die Rattenhöhle ausgeräuchert. 92 Erfahrung. Gut gemacht. Du kannst kein Anzeichen von Gegnern näher ausmachen. Die Gruppe kann nun sichere Reisen und fühlt eine wachsende Zuversicht. Feuerresistenz. Okay. Nicht, dass ich jetzt das großartig brauchen würde, aber Rüstung ist Rüstung. Wie viel Erfahrung brauchen die denn noch zum Steigen? 30, also eine Menge. Noch 31 Minuten, 38 Sekunden. Das ist nicht besonders lang. Das ist vermutlich so kurz. Das ist ja nicht mal hier reicht, um groß irgendwo hinzulaufen. Abgelaufen. So, dann wird's teuer. Dann muss ich jetzt die beiden heilen. Hilft ja nichts. Da, komm. So. May the light of the gods illuminate your path. Ja, ja. Tag 4. Wir sollten unten die Sachen abernten können. Wahrscheinlich müssen wir hier, ne? Upp. Und hier. Upp. Gucken wir nochmal beim Händler vorbei. How can I help you? Ich glaube, das ist immer noch dasselbe wie vorher. Nichts Gescheites bei. Der Macht, hätte ich das nicht gekauft? Nein, anscheinend nicht. Die hier können wir kaufen. Schuriken. Und zusätzliche Dietriche, bevor die teurer werden. Damit sind wir auch pleite, ohne groß was gemacht zu haben.
Ja, doch, da, die hatte ich wohl gekauft. Der steigt auch fast wieder. Der braucht noch eine Erfahrung. Das kriegen wir doch dann hin. Aber dies und vieles mehr dann beim nächsten Mal. Bis denn.